Smartphones sind heutzutage so gut geworden, dass sie im Grunde genommen mehr können, als die allermeisten Menschen tatsächlich brauchen. Das iPhone XR stieg letztes Jahr unerwartet zum bestverkauften Smartphone auf, weil es genau dort Kompromisse machte, wo sie nicht auffallen. Jetzt gibt es einen Nachfolger, das iPhone 11. Es kann mehr und kostet weniger. Warte mal, reden wir noch von Apple? Solltet ihr euch für das iPhone Pro interessieren, kann ich euch dazu mein Review nur ans Herz legen, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wie bei fast jedem Smartphone-Video geht auch heute ein großer Dank raus an Mobilcom Debitel, die mich seit vielen Jahren treu unterstützen und ohne die Videos wie dieses hier nicht so aufwendig sein könnten. Bei ihnen bekommt ihr das Smartphone in allen Netzen. Das iPhone 11 sieht dem 10R verdammt ähnlich. Es ist gleich groß, hat denselben matten Aluminiumrahmen und ist in vielen bunten Farben verfügbar. Neu dazugekommen ist dieses Lavendel und ein Türkis. Das Apple-Logo ist jetzt mittig und die Kamera etwas auffälliger durch die matte Hervorhebung mit den zwei Linsen. Ja, sie liegen auf dem Tisch auf, aber sehen tatsächlich deutlich schicker aus als erwartet. Und bin ich der Einzige, der findet, dass das Ganze im Querformat Ähnlichkeiten mit den großen Augen einer Eule hat? Was man nicht sehen, aber mit etwas Pech spüren bzw. eben nicht spüren kann, das Glas auf der Vorder- und Rückseite ist robuster und das Gerät doppelt so wasserfest wie das 10R. 2 Meter Tiefe für 30 Minuten. Die Stereo-Lautsprecher klingen jetzt räumlicher und sind ganz allgemein mit die besten in einem Smartphone. Das iPhone 11 liegt zwar weniger luxuriös in der Hand als das Pro-Modell, aber fühlt sich irgendwie robuster an. So als müsste man nicht extrem gut drauf aufpassen. Die Displaygröße mit 6,1 Zoll gefällt mir gut. Nicht zu groß, nicht zu klein. Die Ränder drumherum sind dicker als beim Pro, was weniger sexy ist, aber in einer Hülle nicht auffällt. Es ist dasselbe Display wie im iPhone 10R. Das bedeutet, es hat tolle, realitätsgetreue Farben, eine hohe Helligkeit und diese letztes Jahr heiß diskutierte 326 ppi Auflösung. Ich will auf keinen Fall Apple verteidigen, weil mir definitiv der Unterschied zu einem schärferen Display auffällt. Das liegt aber zum Großteil daran, dass ich hochauflösende Smartphones gewohnt bin und es nun mal mein Job ist, genau hinzuschauen. Im Alltag jedoch schaut man eigentlich nie genau hin und deswegen sieht das Display auch genauso scharf wie ein Full HD OLED Display aus. Nur eben, dass es kein OLED, sondern LCD hat. Bedeutet vor allem, dass schwarz nicht total schwarz, sondern leicht grau ist und dementsprechend auch der Kontrast etwas blasser wirkt. Das fällt quasi nur in dunklen Umgebungen auf, aber dort umso deutlicher, vor allem dann, wenn man den neuen Dark Mode nutzt. Leute, die von einem iPhone 7 oder älter umsteigen, sind es nicht anders gewohnt, aber du und ich vermutlich schon. Also Leute, die sich vor ihrem Smartphone-Kauf bei Nerds auf YouTube informieren. Da wir aber die Minderheit sind und das Display das teuerste Bestandteil in einem Smartphone ist, ist das ein Punkt, wo Apple gut sparen konnte, ohne dass es vielen negativ auffällt. In der Aussparung oben sitzt Face ID und die Gesichtserkennung ist nochmal 30% schneller geworden. Vom anscheinend vergrößerten Sichtfeld habe ich nicht viel bemerkt. Und zu sagen, ich hätte einen zusätzlichen Fingerabdrucksensor vermisst, wäre auch glatt gelogen, weil das schlichtweg nie der Fall war. So zuverlässig ist Face ID inzwischen. Das verdanken wir dem neuen Apple A13 Bionic Prozessor. Mit fast peinlich großem Abstand ist er der stärkste auf dem Markt. Das spürt man natürlich beim Benutzen, aber vor allem macht es das iPhone 11 enorm langlebig. Energiesparender ist er auch noch, was eine noch bessere Akkulaufzeit bedeutet. Ja, richtig gehört, das iPhone 10R war ja schon dafür berühmt, dass man es an einem Tag fast nicht leer bekommen konnte, selbst wenn man es darauf angelegt hat, und hier ist das nochmal mehr der Fall. Durchschnittlich eine Stunde länger soll möglich sein, ich konnte das unmöglich testen, aber wie klingen 6 bis 7 Stunden durchgängige Displaybenutzung für euch? Das ist mehr als eure Augen ertragen sollten. Falls ihr ein älteres iPhone habt und plant jetzt umzusteigen, ist das hier eine ganz andere Welt. Die mehr oder weniger selbe Welt ist iOS 13, die neueste Software auf dem iPhone. Hinzugefügt wurde der bereits angesprochene Dark Mode, eine Swipe-Tastatur, die Möglichkeit, schnell zwischen WLAN und Bluetooth-Geräten zu wechseln und ganz viele Kleinigkeiten. Ich empfinde das System hier und da als logischer und verständlicher, gerade was das Teilen von Inhalten angeht. Apple gibt bis zu 5 Jahre Software-Updates, also so gesehen kann es nur noch besser werden. Was meint ihr? Soll ich endlich über die Kamera reden? Gebt mir ein J, gebt mir ein A, gebt mir...
Entschuldigung, aber bei diesen Kameras kann man schon mal euphorisch werden. Es gibt jetzt zwei, eine normale und eine ultraweite Linse. Beide haben 12 Megapixel und der Übergang zwischen ihnen ist perfekt flüssig gestaltet, sodass es sich eigentlich wie eine Kamera anfühlt. Durch den Ultraweitwinkel kann man beeindruckende Blickwinkel erzeugen und manche Dinge aufs Bild bekommen, die früher niemals reingepasst hätten. Außerdem seht ihr im Sucher immer das Weitwinkelbild angedeutet, was euch sozusagen entgeht. Selbst wenn ihr euch dagegen entscheidet, rauszuzoomen, nimmt die Kamera trotzdem beide Bilder auf und man kann im Nachhinein noch das Sichtfeld erweitern. Nach 30 Tagen werden die zusätzlichen Daten gelöscht oder ihr deaktiviert die Option von Anfang an. Die Bilder sind allesamt super scharf und farblich realistisch, also nicht so kunterbunt wie bei dem ein oder anderen Android-Konkurrenten. Ich finde auch den Fortschritt zum iPhone XR durchaus spürbar. Hauttöne sehen echter aus und gerade Selfies sind endlich weitwinklig und scharf. Eines meiner Highlights dürfte der Nachtmodus sein, der sich neben dem bisherigen Platzhirsch, dem Pixel 3, wirklich gut schlägt. Apples Bilder sehen weniger imposant aus als die von Google, aber sind schärfer. Endlich auch brauchbare Fotos bei Dunkelheit. Bald kommt ein Update, das Bilder in schlechtem Licht nochmal weiter verbessert. Deep Fusion nennt sich das Ganze und puzzelt aus den einzelnen Pixeln von 9 schnell hintereinander ausgelösten Aufnahmen im Bruchteil einer Sekunde ein neues, schärferes Bild zusammen. Das ist schon beeindruckend. Und Videos, ja, die sind in 4K, 60 FPS und HDR wirklich die besten auf dem Markt. Nur das iPhone Pro ist mit seiner weiteren Zoom-Kamera nochmal etwas flexibler. Zoomen kann das iPhone 11 schon auch, aber halt längst nicht so verlustfrei. Im Gegensatz zu letztem Jahr kann es jetzt aber auch Porträtfotos von Gegenständen schießen. Gerne mal mit fehlerhafter Kantenerkennung, aber authentischem Bokeh. Okay, das war jetzt eine Menge auf einmal. Soll ich euch das iPhone 11 nochmal kurz zusammenfassen? Erstmal die Kritik. Das Display mag gut sein und die allermeisten Menschen werden es vollkommen okay finden, aber ich finde, für 800 Euro darf und sollte man auch mehr erwarten. Vorrangig OLED-Technik. Auch, dass nur ein Lightning-Ladegerät beiliegt und das halt super langsam ist, das sollte nicht mehr der Fall sein. Beim Pro-Modell ist ja jetzt auch ein besseres dabei. Ich glaube aber auch, dass die dritte Kamera nur den allerwenigsten Leuten fehlen wird. Und die Speicher-Upgrade-Preise sind hier auch deutlich fairer. Die 50 Euro mehr für 128 GB, die erscheinen mir sehr sinnvoll. Ja, und ansonsten ist das iPhone 11 ein super zuverlässiges Gesamtpaket, das natürlich auch tief im ganzen Apple-Ökosystem integriert ist. Mit Mac, iPad und natürlich der genialen Apple Watch, die man nicht mehr missen will, wenn man sie erstmal hatte und wer weiß, was da noch alles kommt. Es ist kein günstiges Smartphone, aber ein sehr langlebiges, was den Preis wieder irgendwo relativiert. Und für dieses Geld gab es auf jeden Fall noch nie so viel iPhone.